Tag. Ich habe in der letzten Aufnahme sehr lange aufgenommen. Da waren zwei richtig geile Runden dabei. Zwei verdammt richtig geile Runden. Und was macht Bandicam? Es zerstört meine Datei. Danke dafür. Vielen lieben Dank. Ich kann sie auch nicht reparieren. Das heißt, die Datei wäre ganz, ist sie aber nicht. Da ich kann das regt mich so auf. Da war so eine coole Runde dabei. Ja. Ich entschuldige mich, falls ich mich komisch anhöre. Ich bin krank. Im Kopf. Das auch. Aber nein, ich bin krank. Erkältet. Ja. Ja. Ich habe gestern gespielt, aber nicht aufgenommen. Da war so eine coole Runde dabei. Ich habe einen Generator verkackt, so wie immer. Und da kam der Killer, das war der Trapper. Das war der Trapper. Und ich habe mich versteckt. So zwischen zwei Bäumen. Ich weiß nicht, welche Maps es war. Ich habe mich auf jeden Fall zwischen zwei Bäumen versteckt. Da war nämlich so das Gras relativ hoch. Und ich glaube, es war Macmillan. Ich bin mir auch nicht so sicher. Und dann habe ich mich dazwischen versteckt. Er hat mich nicht gesehen. Der ist an mir vorbeigelaufen. Der hätte mich eigentlich sehen können. Aber da wollte er durch die zwei Bäume durchlaufen. Aber ich hab da ja gesessen. Ich meine, der hat mich nicht gesehen. Aber der wollte da durchlaufen. Aber da kam der ja nicht durch, weil ich da gesessen habe. Und dann hatte der erstmal gestanden und gar nicht gecheckt, ob der da nicht durchkommt. Und ich hab, anstatt wegzulaufen, habe ich da noch gesessen. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann hat er mich geschlagen. Aber das war voll lustig. Für mich zumindest. Ja. Es war sehr lustig. Juhu. Hatten wir irgendeine Opfergabe? Ich weiß ganz genau. Facecam. Ich hasse es, krank zu sein. Ich habe jetzt zwei Killer auf Level 10. Den Hillbilly habe ich auf Level 8, weil ich mag die alle Level, damit ich die leerbaren Perks für die kriege. Ich meine, ich spiele ja sowieso nie als Killer. Aber, oh, seit gestern habe ich fast nur noch den Geist. Das ist anstrengend. Ich war irgendwas am Erzählen. Warte. Scheiße. That went fast. Scheiße, was soll ich auch erzählen? Ich hab's vergessen. Somek. Du Noob. Und ich renne wieder zurück. Oh Mann, ich habe vergessen, was ich am Erzählen war. Verdammt. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich gerade richtig auf. Wie kann ich das dann einfach eine Sekunde vergessen haben? Egal, es war bestimmt nicht wichtig. Oh, ich muss niesen. Verdammt. Ja.
Hat sie es gesehen, wie ich da fast in der Wand hängen geblieben wäre? Good job. Ach Mann, ich weiß nicht, wer euch am Erzählen war. Ich hasse das. Das passiert mir so oft, dass ich das vergesse. Ach, komm. Naja, auf jeden Fall habe ich gestern sehr lange gespielt. Ich weiß nicht, ob ich am Zählen war. Ich habe doch meine Killer gelevelt. Den Hillbilly habe ich jetzt auf Level 8, glaube ich. Oder 9. Ich weiß es nicht. Und ich wollte die alle, damit ich die lehrbaren Perks, weil dann level ich meinen Michael ganz viel. Ich meine, ich spiele sowieso nie als Killer, aber vielleicht, wenn die Perks haben, vielleicht bin ich ja ein bisschen gut drin. Nein, ich werde trotzdem nicht gut sein. Bin einfach schlecht als Killer. Genauso wie als Survivor. Ich kann einfach gar nichts. Ich bin durch und durch ein Noob. Aber das ist mir egal. So viele fallen drauf rein. Bist du doof? Geh weg! Aber ich habe gestern sau viele Blutpunkte gesammelt. Ich glaube, das waren mindestens 400.000 irgendwas. Wiggle, wiggle, wiggle. Jetzt steht da während statt zucken. Ist aber besser als zucken. Zucken hat sich so komisch angehört. Ich zuck mich frei. nein. Hä? Wo seid ihr denn alle? Ah. Eins, zwei. Ach ja, wir sind ja nur noch zu Dingensen. Da wollte mir jemand helfen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann. Ich war auch gestern sau oft auf Haddonfield. Warte. Die Aufnahme, die ich dann übrig hatte von letzter Aufnahme. Von letzter. Da war ich gar nicht auf Haddonfield, oder? Da war ich da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon gegen Michael gespielt. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich war gestern richtig oft auf Haddonfield. Gott sei Dank. Ich kann die ganzen Maps nicht mehr sehen. Das war eine kurze Runde. Ich habe wieder mal gezeigt, wie schlecht ich bin. Naja. Kann man mal machen. Oh, Entschuldigung. Ich hasse es, krank zu sein. Rang 9. Was macht der überhaupt in unserer Gruppe? Hallo? Normalerweise würde ich jetzt weiter zugucken, aber das beansprucht immer so übelst viel Zeit. Ich mache das, glaube ich, nur noch, wenn ich wirklich wissen will, wie es ausgeht. Und hier ist mir das egal. Allein mit dem Killer. Ich habe gestern sogar neue Freunde gefunden. Also, was heißt Freunde? Ich habe nette Killer getroffen. Also, der eine war wirklich nett. Der war halt ein Troller. Der war cool. Aber, aber ich habe dann noch einen anderen Killer getroffen.
der war halt ein ernsthafter Spieler, der war Michael. Und ich habe halt unten gehangen, wollte mich aber jemand vom Haken holen. Oder ich habe jemanden vom Haken holen wollen. Und der hat mich noch gekriegt. Und dann, ich glaube, weil der auch seine Stufe auf 3 hatte, Diabolik oder wie auch immer das heißt. Und da habe ich da versucht, jemanden zu holen, glaube ich. Und dann, aber. Ah, Mann! Dann ist. Hat derjenige versucht, wegzulaufen? Oder waren die nur noch. Ich. Doch, der hat versucht, wegzulaufen, aber mich hat er gekriegt. Aber der ist dem anderen hinterhergelaufen. Und dann habe ich mich halt im Keller versteckt, anstatt rauszukriechen. Warte. Moment. Und ich hatte halt gelegen. Und jetzt werde ich wieder mit der Facecam legen. Egal. Und ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat oder ob der einfach mich suchen war. Auf jeden Fall ist er hochgegangen, anstatt mich noch an den Haken zu hängen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Aber mir hat keiner geholfen. Die anderen zwei waren Generator machen, das waren so übelste Ego-Player. Und die eine ist währenddessen gestorben. Ich habe da gelegen. Der Michael ist wirklich weggegangen. Der war sau weit weg. Der war auf der anderen Seite der Map. Hat er noch selbst gemeint. Und die anderen zwei haben mir auch nicht geholfen. Und dann bin ich halt gestorben. Und dann hat er den einen so getrollt und hat den dann am Ende doch noch aufgehangen. Und dann hat er noch so gemeint, also auf Englisch hat er halt gemeint, das kriegt man davon, wenn man nicht, wenn man ein schlechter Teamplayer ist. Der war voll cool, der hat mich voll verteidigt. Und ja, der war voll nice, den hab ich schon gern, der war voll cool. Oh! Oh, das ist ja mal nice. Die hatte ich lang nicht mehr. Die hatte ich gestern kein einziges Mal. Ich hatte alle bis auf sie. Aber gestern war auch Gott sei Dank nicht so oft der Trapper. Wobei ich immer noch lieber öfter den Michael hätte. Weil es am meisten Spaß macht. Weil ich immer so Angst habe. Hoffentlich ist es eine schlechte Nurse. Dammit. Hoffentlich ist es die schlechte News. Da kann sie nicht kommen. Ich habe Angst. Und die Befürchtung? Oder sie verfolgt gerade jemanden. Ist gerade eingebildet oder ist hier jemand lang gelaufen? War wahrscheinlich nur meine Einbildung, so wie immer. Ich hoffe, der Keller ist da drin. Ich hoffe es doch sehr. Schnapp ich mir erstmal die Kiste, wenn da nicht schon jemand dran war. Und hoffe, die Nest kommt nicht hier vorbei. Dann wollen wir mal hochgehen und überleben. Kann man ja mal machen. Gestern habe ich auch relativ oft überlebt. In den Aufnahmen überlebe ich irgendwie nie. Ich weiß
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich da nicht konzentriere. Weil ich versuche zu reden, aber das mache ich auch, wenn ich nicht aufnehme. Also von daher. Ich hoffe sehr für Bandicam, dass es mir die Aufnahmen hier nicht zerstört. Oh, da liegt jemand. Er hatte der. Ah ja. Egal. Ah, oh, mein Fuß schläft ein. Au, 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 au. Ich habe draußen niemanden rennen sehen. Ich habe es genau gesehen. Mir entgeht nichts. Da ist irgendwas an unserem Tor vorbeigegangen. Also auch an unserem Gartentor hinten draußen. Scheiß drauf! Wo ist die Olle? Verdammt, ich sehe sie doch nicht! Okay, sie ist nicht hinter mir her. Was soll ich sagen? Ich habe jemanden draußen gesehen. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Oder sie. Oder ist. Da war jemand an unserem Gartentor vorbeigegangen. Das ist so unnötig, aber hey, kann man doch mal erzählen. Ich meine, da geht's so bergab und so. Und eigentlich sieht man das nicht gut, aber es ist mir aufgefallen. Ich habe es gesehen. Da ist irgendwas Dunkles dran vorbeigelaufen. Ich werde schon paranoid. Immer mit der Ruhe, ich heile dich ja schon. Oh, das war knapp. Scheiße, das ist zu nah. Hat sie schon gestruggelt? Ich glaube ja, oder? Ich will sie ja runterholen, aber. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber ich konnte nicht. Bei mir war die die ganze Zeit auf der Schulter. Es tut mir so leid. Ich bin ja auch zu dem Haken gegangen, an dem ich dachte, er hätte. Ich sag jetzt gar nichts. Ich muss mich konzentrieren. Baum! Das ist ein ganz schön dumm in der ist. Ich nehme es zurück. Als ob ich mich im Spind verstecke. Diesen Fehler mache ich nie wieder. Vielleicht auf der Grotos Brennmap, aber nicht hier. Und erst recht nicht da beim Keller. Da.
Boah. Da hat sich ein bisschen platt in mein Hochdeutsch reingemischt. Ob die mich gesehen hat? Genau, geh mal weg. Ich bin nicht dumm. Okay, doch, aber. Bitch. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich aufnehme, mag ich. Lass ich sowas eigentlich. Das ist nur noch ein bisschen von gestern von der Aufnahme. Bist du ernsthaft so doof? Scheiße! Verfolgungsjagd. Wie so geil, ne? Nicht mal Verfolgungsjagd. Wie bei Outlast. Scheiße! Die kriegt mich jetzt! Boom, Bitch! Oh, Entschuldigung. Oh, Scheiße. Ich muss mir das abgewöhnen. Mach den Kackausgang auf. Gemacht. Einen. pures Glück.